Bei einem israelischen Angriff auf ein Schulgebäude im Gazastreifen sind am Mittwoch mindestens 27 Menschen getötet worden. Dutzende weitere wurden verletzt. Das meldeten mehrere Medien vor Ort. Demnach hätten viele Menschen in der Schule Schutz gesucht. Bei dem Angriff hat es sich nach israelischen Angaben um einen Schlag gegen einen Stützpunkt der Hamas gehandelt. Dabei seien Kämpfer getötet worden, die an dem Angriff vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien, teilte Israel mit. Der Leiter des staatlichen Medienbüros der Hamas, Ismail al-Tawabta, wies die Darstellung zurück. Die Besatzungsmacht belüge die Öffentlichkeit mit erfundenen Geschichten, um das brutale Verbrechen zu rechtfertigen, sagte er. Das israelische Militär erklärte, es habe vor dem Luftangriff Maßnahmen ergriffen, um das Risiko von Schäden für Zivilisten zu verringern.